Auch die Aussage, ihr seid jetzt bedroht, weil die Flüchtlinge kommen. Nicht ein einziger Mensch bekommt irgendwas weniger, weil ein Flüchtling kommt. Wir müssen Politik für sozialen Zusammenhalt. Sie merken ja das intellektuelle Niveau sozusagen der Anhänger. Lassen Sie bitte Herrn Stegner auch aufsehen, ja, und wir es Herr Baumann das ist auch schon, das ist auch schon ein Problem. Der Trump hat die Frau Clinton auch in der Debatte auch 150 Mal unterbrochen heute Nacht. Das halten die nicht gut aus, dass man sich mit ihnen wirklich auseinandersetzt in der Sache. Ja. Da reicht es in Teilen auch intellektuell nicht so doll. Aber der Punkt ist eben, man muss es tun. Ja, so ist das im Leben. Ich möchte mich nochmal ausdrücklich an der Stelle bei Herrn Stegner bedanken für die Art und Weise zu formulieren und sozusagen zu agitieren. Sie sind, ob Sie es glauben oder nicht, einer unserer besten Wahlkampfhelfer. Das ist jetzt gar nicht rhetorisch, das ist wirklich wahr. Sie bringen die Leute auf, zur Wahl zu gehen, sie aktivieren sie in einer Art und Weise, wie wir das Geld gar nicht hätten, sie über entsprechende Kampagnen zu aktivieren. Diese Einsicht überfordert meine intellektuelle Stärke. Auch die Art